Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Wir haben eine Aufgabe zu erfüllen, weil wir jetzt endlich geschafft haben, in der letzten Folge der gestrigen Aufnahme einen Waschbären zu kriegen. Brauchen wir noch drei Wildschweine und ein Rehfell. Und die wollen wir auch heute fangen. Ich liebe diesen Fahrstuhl, ey. Und fragen, was gerade damit los ist, warum der Kassettenspieler nicht läuft. Wo ist denn der jetzt da? Oder warte? So, hängen wir da wieder hin. Er soll ja noch ein bisschen weiterlaufen. Ein Rehfell fehlt uns. Und drei Wildschweine. Wo wir Wildschweine kriegen, wissen wir ja schon mittlerweile. Und Rehfelle haben wir ja hier jede Menge Bambis. Das heißt, das wird eine Jagdfolge heute. Wir brauchen die auf jeden Fall, denn dann können wir, wenn wir die fertig haben, ins Schneegebiet gehen und da mal einfach alles erkunden. Und wer weiß, was da noch alles an Höhlen gibt oder sonstiges. Ich hoffe nur, dass da nicht zu viele Ureinwohner sind. Ureinwohner haben wir jetzt zwar in den letzten beiden Folgen wieder welche gesehen gehabt, aber kamen noch nicht mit denen in Konfrontation. Was ich auch wieder gut finde. Boah, ist das ekelhaft mit dem Daumen hier. Bah! Da rechts, links hier. Bah, der Daumen. Ist das widerlich. Ah. Oh Gott. Das Fleisch vom Waschbären haben wir jetzt, glaube ich, nicht aufgehängt, oder? Den haben wir noch auf Tasche. Ja. Das heißt, wir können uns jetzt eben schnell noch einen gönnen. Eben hier aufwärmen. Ja. Einen gönnen wir uns jetzt eben. Und dann machen wir uns auf Jagd. Wie viele Stöcke haben wir auf Tasche? Noch genug 12 Stöcker. Dann würde ich sagen, wir wechseln auch schon mal auf den Speer. So, Essen ist fertig. Das heißt, die Dinger können wir auch schon wieder fertig machen. Als Ureinwohner zu Besuch kommen. Oh, der wurde auch schon ausgelöst. Jetzt brauchen wir einen Bambi. Schön, wie gut man hier alles sehen kann, ey. Obwohl, wir haben auch, glaube ich, noch nicht alles von diesem Bereich hier, der vom südlichen Bereich der Insel erkundet. Haben wir ja auch noch nicht alles gesehen. Vier Stöcke haben wir genug.
Jo, wir haben ihn erwischt. Nice. Kann ich mein Speer auch wieder mitnehmen? Fleisch gesammelt, okay. Aber ein Bambi-Fell haben wir ja schon mal. Hier haben wir auch noch nicht, zumindest vom Festland aus, noch nicht alles erkundet. Beziehungsweise das hier ja schon. Aber ich meine da hinten, diesen Bereich. Kann man die essen? Nice. Wir haben hier ja einen Bärenbeutel. Können wir die vielleicht dann bei uns einpflanzen? Wer weiß. Und wer weiß, vielleicht gibt es da hinten ja auch noch so Wildschweine. Die wäre es echt geil, so eine Siedlung zu haben. Platz genug wäre hier. Auf jeden Fall. Und da unten ein Hafengebiet. Obwohl ich mir auch nicht sicher bin, ob wir das in diesem Let's Play schaffen werden, diesen Plan. Denn wenn wir die Story durch haben, weiß ich jetzt nicht genau, ob man auch wirklich weiterspielen kann. Wir haben aber auf jeden Fall noch ein paar Koffer. Da haben wir wieder das Kreuz. Ah, Tücher sind auch geil. Und noch mehr Snacks, nice. Noch ein Hai. Medizin haben wir genug. Das Schiff, das kennen wir doch. Aber trotzdem einfach mal mitgenommen. Aber vom Land aus haben wir hier noch nichts erkundet. Meine ich. Ich weiß, vielleicht gibt es hier noch irgendwelche Tiere oder Höhlen. Oder Höhleneingänge, die wir noch nicht entdeckt haben. Mehr Blaubeeren. Ja, die sammle ich jetzt erstmal nicht. Aber auch verdammt ruhig hier. Genau, hier hatten wir noch nicht zu Fuß alles erkundet. Noch so ein riesen Baum. Frag mich, warum man die Dinger nicht fällen kann. Ne, ich dachte, hier wäre irgendwas Interessantes. Vor allem auch, ich halte auch ein bisschen Ausschau nach so diesen Löchern, Markierungen für die Pistolenteile. Weil den einen haben wir ja mitten im Wald irgendwo gefunden gehabt. Ah, geil, jetzt regnet es wieder.
Dynamit haben wir auch 5 Stück. Waffen haben wir jede Menge. Blaubeeren haben wir hier. Ah, Heidelbeeren sind das. Heidelbeeren. Mikro stelle ich mal ein bisschen hier weiter vor. Wo genau sind wir? Südlich von... Neue Pflanze entdeckt? Eigentlich den Pilz hier. Oh, den können wir sogar essen. Nice. Okay, Wildschweine sehe ich nicht. Und Dings hier. Bisher keine von diesen Pistolenteillöchern. Hallo Bambi. Hier geht's runter. Mal schauen, wo das genau hinführt. Es sieht so aus, als könnte ich hier gleich nicht mehr wieder hoch. Wenn ich da runter gehen würde. Dann würde ich lieber hier oben rum. Und da vielleicht später mal mit einem Boot oder so hinkommen. Ah, da sind wir. Da sind wir also. Okay. Oh, das sieht... Wir haben was gefunden. Schade jetzt um die Bäume, aber nochmal Pistole. Oh, und eine Uhr. Armaturen kann ich nicht noch mehr tragen. Nice. Aber die Bäume kann ich hier jetzt leider nicht mitnehmen. Was schade ist. Jetzt haben wir 5 Teile. Nice. Fehlen noch 3. Ich hoffe, die Ureinwohner haben das nicht gehört und kommen jetzt hier hin. Oder am besten doch, sollen die dahin gehen, während ich schon lange weg bin. Wo war denn das eigentlich? Ah, südlich von dessen Dorf. Wird irgendwo da sein soll. Oder hier ist. Oh, nochmal Treibstoff. Okay, Treibstoff kann ich nicht noch mehr nehmen. Nochmal neue Klamotten. Seil. Kann ich auch nicht mehr tragen. Schade. Wird schön, wenn ich eine Seiltasche oder sowas haben könnte. Aber echt eine einsame Hütte hier. Boah, wenn da jetzt auch noch was wäre, dann müssten wir dann später mal mit dem Boot hin. Aber nicht mit diesem doofen Boot, das wir da haben, was wo wir immer wieder hin und her. Dann würden wir vielleicht so ein kleineres Floß extra für sowas bauen, das kleine Floß. Dass wir da nochmal hingehen könnten. So, wir haben wieder Durst. Komm, wir trinken mal von hier. Oh, Tannen. Hier gibt es so kleine Tannen. So, diesen Teil vom Wald habe ich auch noch nicht so richtig gesehen gehabt bisher.
Ja, wo kommen wir da an? Ah, hier sind wir. Okay. Hier kenne ich das noch gar nicht. Wird aber auch langsam dunkel. Hier kommen wir nicht weiter. Okay, aber wieder ein neues Stück vom Gebiet hier entdeckt. Ich würde sagen, wenn es jetzt dunkel wird, machen wir uns hier vielleicht eben kleine Shelter. So. Und ja, komm. Können wir hier auch eben ganz kurz speichern. Speichern wir hier. Und legen uns mal pennen. Oh. Aber dann machen wir uns auch noch ein kleines Feuerchen. Und machen uns eben was zu essen fertig. Sind die noch warm? Warm. Noch gut. Mach ich mal zwei drauf. Ja, ich bin zu früh pennen gegangen. Das war sehr, sehr schlau von mir. Vom Essen muss jetzt fertig werden. Ja. Okay, einer hat schon ordentlich gesättigt. Okay. Egal, wir gehen trotzdem jetzt mal weiter. Vielleicht so im Dunkeln, dann sind wir weniger sichtbar für die. Und dann schauen wir mal, wie wir da runterkommen. Ohne gleich in den Tod zu stürzen. Denn irgendwie muss das ja auch möglich sein. Ah. Da geht hier sehr weit runter. Bin ich hier? Diesen Teil der Map kennen. Ich höre irgendwo einen Thrombosen, Jonas. So ganz leise, aber auf jeden Fall höre ich einen. Oh, rote Farbe. Und neues Bild. Okay. Das Sand? Ja, das Sand. Oder Stein. Irgendwie so in der Richtung. Ah, wo steht momentan der Mond? Keine Ahnung. Wäre schön, wenn ich irgendwie eine Uhr nutzen könnte, um zu sehen, wie spät es ist. So, genau, wir sind jetzt da unten. Und schon wieder Durst.
Was ich mich aber frage, ist, wofür die rote Farbe eigentlich? Hat das irgendwie so eine spezielle Wirkung auf die Ureinwohner? Sind die dann friedlicher oder so bei der Farbe Rot? Da haben wir Wasser. Glaube, hier geht es auch. Ach, das ist nur ein Bambi. Ich dachte, da leuchtet etwas. Ja, wir sind noch rot. Aber die Frage stelle ich mir auf jeden Fall. Was macht die rote Farbe für einen Unterschied? Machen wir doch vielleicht Licht an. So können wir ein bisschen mehr sehen. Ah, und jetzt wird es langsam hell. Ich würde sagen, die rote Farbe lassen wir erstmal dran. Passen auf, dass wir nicht ins Wasser oder so kommen oder nicht, dass es regnet. Haben wir die Farbe drin behalten. Und dann schauen wir mal an, was passiert, wenn wir den Ureinwohnern mal begegnen. Ich glaube, da sind sie sogar schon, oder? Nö, das sind Pflanzen. Das sind einfach nur Pflanzen. Hier rum kommen wir nicht, ohne nass zu werden. Das heißt oben rum. Ah, da haben wir einen. Ein paar. Hey. Hallo, ich bin rot. Ich bin auch rot. Hallo? Dann von mir abzuhauen. Würde sagen, ich wechsle vorsichtshalber dazu. Hi. Hallo? Okay, passt. Ich hab gedacht, das hat irgendwie eine Besonderheit oder so. Dass wir rot sind. Wo ist denn der dritte? Okay, der dritte ist nicht da. Wir brauchen. Okay, der ist schon schlecht, aber egal. So, dann machen wir unter denen ein kleines Feuerchen. So, den legen wir auch einmal richtig drauf. Ich war jetzt enttäuscht. Ich habe jetzt gedacht, die rote Farbe hat was Besonderes oder so. Aber die sind lange Zeit vor mir abgehauen. Länger als sonst, als sie mich gesehen hatten. Also ich glaube schon, die haben Angst vor der Farbe. Aber wenn ich denen zu nahe komme, greifen die an, weil die Angst haben. Die Schädel haben wir mehr als genug. Warte, ich muss die Schädel auch mal wieder verbauen.
Ah, wir können aber auch eben schnell was essen. Beziehungsweise den abgelaufenen schmeißen wir mal eben weg. Und legen den da drauf. Kann man auch eigentlich eine Schädeltasche oder sowas machen? Ne, nur Sperrtasche und Wärmeanzug. Obwohl, wir könnten eigentlich auch eben schnell, wenn wir noch einen Hirsch finden und zwei Wildschweine, dann könnten wir eben noch ganz schnell auch eine Sperrtasche machen. Wir brauchen für die Sperrtasche eigentlich auch nur, okay, drei Seile, aber zwei Stoff, zwei Hirsche und zwei Wildschweine. Dann heißt es, wir müssen noch insgesamt zwei Hirsche erlegen und drei Wildschweine. Ne, vier Wildschweine. Ne, drei F Wildschweine fehlen uns genau. Fünf Wildschweine. Boah, was gerade mit meinen Mathe-Kenntnissen los, ey. Dann können wir auch auf die rote Farbe scheißen. Und gehen da schon mal rüber. Beziehungsweise gehen wir weiter auf Wildschweinjagd in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deos und ciao.